Ja. Okay. Wir sehen hier jetzt Spartacus, a.k.a. Slushy, gegen Louis. Haben beide 2-1 gegen Skeddy gespielt, also verloren, aber, ne? Not bad. Und ich habe auch schon gehört, gar nicht schlecht. Also bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht jetzt. Hier für Belcampo, du sagtest ja neu gegen neu. Nicht komplett neu jetzt bei Slushy, aber ich glaube, Louis hatten wir hier noch nicht. Deswegen, das ist doch eine gute Begegnung, finde ich. Oh, Abi, ja, überlebt hier. Nein, fair. Okay, also erstmal eine kleine Lead für Louis. Ja, Joker ist auch wieder on deck bald, aber ja, der nächste Hit killt natürlich. Und es bleibt hier spannend. Stock Nummer 2. Jürr! Unearth Nico, was geht? Wir sind hier gerade mitten in Pools. Slushy gegen Louis jetzt hier gerade. Gab es ja auch schon ein paar Upsets. Also Ice-Tee wurde von Momo geupsettet. Der hat hier bisher, glaube ich, nur gegen den First Seed verloren. Ja. Gute Chancen hier noch weiterzukommen in die Top 12. Stay hydrated. Hier zwischendurch einmal gesagt. Also ihr könnt jetzt einfach mal sofort einen Schluck Wasser trinken und überlegen, wie ihr auf 2 Liter kommt. Je nachdem, wie viel Körpermasse ihr habt auch. Ist natürlich auch immer davon abhängig. Aber 2 Liter kann nicht schaden. Und hier die Back Air von Louis holt hier den Stock. Und die Führung für ihn bleibt hier auch auf Joker. Ich meine, auf Arsene. Ja, auch Ice-Tee immer noch die Chance weiterzukommen. Kommt aber auch drauf an, wie Momo jetzt hier abschneidet, weil er halt schon den Sieg gegen Ice-Tee hat. So, es geht weiter. So langsam wird es schwierig hier. Oh, für Slushy zurückzukommen, aber der Upsmash, sehr schön. Empty Hop Upsmash kann man voll machen. Und wir sind hier jetzt auf dem letzten Stock. Go ist schon aktiv. Das ist keine Situation, in der, oh, Terry hier nicht zurückkommen kann. Keine Situation, ja, genau, in der nicht zurückkommen kann. Ja, alles richtig. Go, wie gesagt, immer noch aktiv. Arsene ist gleich am Start. Es könnte natürlich zu einem Early Kill kommen hier von Slushy. Oh, der Power Gazer lässt einen natürlich schon auch vulnerable. Oh, und da kommt noch einer. Wird auch gepunished. Ja, geht hier deep, aber... Okay. Auch das killt schon fast. Oh, und da war's. Okay, die Back Air. Ja, wurde doch nochmal knapp am Ende. Gerade weil Go einfach aktiv ist. Hat Ice-Tee nicht 4 Niederlagen. Ich guck mal. Ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht. Kann ja mal nachgucken. Welche ist gerade? Die hier. Hey. Hi. Ja, ich guck einmal. Ice-Tee, ah, stimmt, gegen Green Shell. Falls ihr Green Shell nicht kennt, der war auch schon immer früher bei den NEZs in Berlin. Also ist schon echt lange her. Ich weiß nicht, wie aktiv er inzwischen noch spielt. War jetzt lange, lange Zeit nicht mehr da. Ist jetzt wieder am Start. Ich glaube mit CF. Ja, mit CF. Und hat ja auch einige Siege. Also den Sieg gegen Ice-Tee, sehr strong. Gegen Sorok Senpai, gegen Fred Faulich und gegen Crunky. Könnte hier tatsächlich weiterkommen auch. Und das hängt davon ab. Oha. Ja, also Green Shell gegen Ice-Tee. Ne, Green Shell gegen Momo muss ich eigentlich hier on stream kriegen. Ich hoffe, die spielen noch nicht, weil entscheidet, wer Top 12 von den beiden kommt. Cool, sehr cool. So, wir gehen in Game Nummer 2, Slushy vs. Louis. 47% hier schon drauf auf Slushy. Aber Terry braucht natürlich auch nur einen Hit bekommen, um viel Damage zu machen. Ein Downtilt, ein Jab. Muss natürlich aufpassen gegen einen Charakter wie Joker, dass er nicht gegimpt wird.
Ja, das Neutral gewinnt auf jeden Fall Joker von den beiden. Also mit dem kann man dann doch ein bisschen filigraner spielen, aber Terry hat auf jeden Fall den ein oder anderen Trick, den er anwenden kann. Zum Beispiel so Short Hop. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Attacken von ihm heißen, aber die Power Dunk, genau. Short Hop, Power Dunk, dann hast du beim Aufkommen keinen Lag und kannst zum Beispiel Jab machen, woraus du wieder Power Dunk oder was auch immer, Upbeat Count, kriegen kannst. Auch schöner F-Smash und Slushy lässt das hier keine starke Lead werden. Es bleibt close. Wie gesagt, wir haben dieses NEZ viele Newcomer, viele neue Spieler. Das freut mich total. So sehen wir hier auch mal einen neuen Wind. Also, ob auf der Top-8-Grafik oder im Silber-Bracket, wird auf jeden Fall alles ein bisschen aufgemischt. Und ich bin mal gespannt, wie das da am Ende aussieht. Pool 4, fast fertig gespielt. Okay. Sporterkurs, aka Slushy, jetzt hier gerade mit der Lead. Nice. Und ja, also ich glaube, Ice-T kann jetzt nicht mehr in die Top 12 kommen. Aber damit immer noch nicht zu Ende. Silber Bracket ist auch immer sehr stacked bei uns. Schau dir die letzten drei Silber Brackets an und wer die gewonnen hat. Immer irgendjemand, der echt stark ist. Auch mit der Top 12, also so, dass die besten 12 halt in dem Bracket sind. Und trotzdem immer starke Spieler, die das Bracket gewinnen. Zum Beispiel Ian hat, glaube ich, letztes Mal gewonnen. Also, ja, immer sehr stark. Es bleibt hier auch immer knapp. Wir sehen jetzt hier gerade wieder Arsene und Slushy muss hier jetzt auf jeden Fall Damage drauf kriegen, damit dieser Arsene verschwindet und keinen riesen Damage macht. Oh, schön, wichtig. Und jetzt würde ich defensiv spielen. Einfach noch so Power Wave oder wie das heißt, darauf einfach nur einen davon treffen und dann ist Joker sehr viel schwächer. Okay, also es wird hier langsam knapp. Es könnte sein, dass Slushy hier zurückkommt. Ja, Go ist aktiv und boom, okay. 113%, das sieht hier gar nicht schlecht aus für ihn und er schafft's hier. Nice, das war auf jeden Fall smart. Hat hier den Power Gazer einmal gemacht, um ihm Angst zu machen. Dann ist Louis gesprungen und da kam direkt der nächste Power Gazer. Kann man auf jeden Fall voll machen. Einfach den ersten ein bisschen zu früh setzen, dass der andere denkt, ah, okay, jetzt kann ich was machen, jetzt kann ich das schnell durch und dann, boom, weg. Ja, nicht schlecht. Und es bleibt hier also spannend. Wir sind hier 1-1 in dieser Begegnung und wir gehen in Game Nummer 3. Mal schauen, ob Louis hier eine bestimmte Stage vielleicht hat, die gepickt wird. Nope, wir bleiben auf Pokémon. Pokémon, Pokémon, jeden Tag Pokémon! Ich bin froh, dass wir gute Musik auf der Stage haben, weil die sieht man wirklich so oft. Ich persönlich immer Final Destination. Ich nehme immer Final Destination oder Town. So, Game Nummer 3 läuft wieder eher in Favor von Louis gerade. Hat ja auch ohne Arsene gerade guten Damage. Gerade die Combo Opportunity von Slushy nicht genutzt. Hat hier den Jab 2 getroffen. Oh, okay. Gutes Landing. Und, genau an der Edge getroffen. Das hätte early killen können, aber leider unsafe recovered und damit den Stock loss. Aber, das war eben gerade sehr scary. Er hätte sehr früh den Stock verlieren können gerade. Are you okay? Einfach genau an der Edge. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Buster Wolf heißt das, glaube ich, ne? Das ganze Namen. Okay, also Ausgleich 30%. Man merkt auch schon, dass hier bei beiden Spielern die Nerven eine Rolle spielen. Was ja auch völlig normal ist. Okay, wir sehen hier bald Arsene, ein Hit noch. Und da ist er. Okay, mal schauen. Oh, schön. Guter Damage hier gerade von Slushy.
Und er spielt auch jetzt gerade defensiver, also auf jeden Fall nicht keine schlechte Idee jetzt gerade. Ja, 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 ja. Wow, er waitet den komplett aus, ohne Damage zu kriegen. Ah, okay, einen Hit bekommt er und muss hier aufpassen. Schön, schöner Power Punch, keine Ahnung, wie das ganze Zeug heißt hier. Okay, wir haben Go aktiv. Oh mein Gott, er wurde auch getroffen. Ich bin mal gespannt jetzt, wie das hier endet. Oh! Ah, okay. Schafft's hier, Louis den Stock zu ziehen. Mit dem Power Gazer. Immer noch Go aktiv. Kann hier immer noch guten Damage machen. Schafft es hier langsam eine Lead auszubauen. Oh! Schön, okay. Schafft es hier, Louis den Stock zu holen. Nicht vor er noch einmal eine Jab-Power-Dunk-Combo bekommt. Und wir bleiben immer noch mit Go. Immer noch Go am Start, also es bleibt scary, weil so langsam muss Louis hier den Kill bekommen. Oh. Okay, Air Dodge. Oh, könnte immer ein Buster Wolf kommen. Und da kommt der Power Gazer und der killt nicht. Oh. Ja, da war hier das Bild. Da konnte ich nicht ganz sehen. 200%. Okay, und das war's. Die Gefahr des Power Dunks ist ja immer noch da. Power Gazer ist nicht mehr da. Buster Wolf ist nicht mehr da. Aber Terry kann auch ohne gut killen. Braucht hier jetzt im Grunde nur noch ein oder zwei Kombos. Wenn er an der richtigen Stelle trifft, würde ein Hit reichen. Ja. In ein, zwei Hits sehen wir auch wieder Arsene, der natürlich eine Comeback-Mechanik darstellt. Ja, gerade wirklich sehr, sehr spannend. Und den Dash Attack killt. Und Slushy gewinnt gegen Louis. Nice. Gutes Set. Nice. Ja, hattest du recht, Beckampo. Das war auf jeden Fall cool.